Hallo Leute, mein Name ist Monty Grow. Herzlich willkommen zu meinem Rückblick zu NXT's Takeover Orlando. In dem ersten Match sollte ja eigentlich Sanity antreten gegen Ty Dillinger, gegen Noé José und gegen Roderick Strong zusammen mit Ruby Riott. Nur wurde auf dem Fan Access Fest ganz kurzerhand einfach mal von Sanity Noé José ausgeschaltet, sodass er bei diesem Match nicht teilnehmen konnte und man kurzfristig einen anderen Tag Team Partner brauchte. Gut, dass wir ja natürlich Cassius Ohno noch am Start haben. Der hat dann nämlich Noé José ersetzt und hat das Match auch, glaube ich, zum Positiven noch ein wenig mehr verbessert. Denn generell war das Ganze echt gut gemacht. Die ganzen ja eigentlich Singles-Wrestler haben sich so gut immer wieder miteinander kombiniert, alle Moves ineinander gelegt und wirklich richtig, richtig gut agiert. Sanity natürlich hier als eine super geile Gruppierung hat gerade in diesem Ding mit den ganzen Singles-Wrestlern so gut gepasst und auch matchmäßig, das war alles sehr schön aufgebaut. Unser guter Alexander Wolf, der war richtig geil drauf, das fand ich übelst lustig. In jeder Situation hat er irgendeinen Kack gemacht und hat dann einen verpasst gekriegt und war wieder weg. Das war einfach Comedy-mäßig, liebe Comedy-Segmente in Matches und das hat er sehr gut verbaut, also schon mal Pops dahingehend. Und ansonsten auch wieder sehr, sehr guter Matchaufbau, das Ganze immer wieder doch sehr schnell und dann doch wieder seine Momente gehabt. Ich fand es einfach an sich war ein schönes Match, auch mit den Mädels dann immer, die sich untereinander jedes Mal gekloppt haben. Es war dann immer so, dass die Männer sich irgendwie fighten und dann drehst du dich kurz um und schon sind die Mädels wieder und rangeln herum. Das war halt auch irgendwie witzig. Am Ende siegt allerdings Sanity, was ich auch gut finde. Die Gruppierung kann ruhig noch eine ganze Menge gepusht werden. Ich finde das generell alles, das passt so gut zusammen. Ich finde das super. Dann gab es Aleister Black gegen Andrade Cien Almas. Und zwei Sachen hierzu. Erstmal, Andrade hat hier auch mal wieder bewiesen, dass wenn man ihm einen Gegner gibt, der auch vielleicht noch nicht so bekannt ist, der macht einfach so gute Matches mit ihm. Diesen Posten hatte vorher Ty Dillinger. Davor hatte den CJ Parker. Es gab immer bei NXT einen, der alle neuen einweihen musste. Aber Andrade ist ein super großes Talent. Der hat hier wirklich wieder so viel gezeigt, wo man halt wirklich sieht, der hat es einfach drauf. Gerade dann auch Leute in die Shows mit einzuführen, sage ich jetzt mal. Wo es ja eher darauf liegt, den Fokus auf den Neuen zu setzen, macht er das aber in einem so guten Gleichgewicht, dass er trotzdem noch gut dabei aussieht. Der hat's auch drauf. Ich will es nur mal sagen, dass der echt gut ist. Natürlich als Gegner Aleister Black, das war auch krass, der Entrance schon alleine. What the fuck, Alter? Einfach mal aus dem Nichts so aufgestanden. Voll krass. Super geil. Ich fand's richtig cool. Tommy End hier zu sehen mit neuem Namen Aleister Black. Was nicht verkehrt ist. Auch an sich der Entrance, der hat sogar ein eigenes Nameplate, also so einen eigenen Namebar, der da unten reingefahren wird und so. Das ist schon krass. Also ich hoffe, man hat sehr viel mit ihm vor. Generell das Match war auch super und ja, Aleister Black hat natürlich gewonnen, weil er ist der Neue. Ist schon irgendwie gang und gäbe, aber ich fand's gut. Es war ein schönes Match. Kann man nicht mehr gehen. Vor allen Dingen auch von Aleister Black den Finisher, was einfach mal der Black Mass heißt der. Und es ist einfach mal ein Spinning Roundhouse Kick oder sowas. Also Chuck Norris lässt grüßen. Ziemlich cool. Wirklich jetzt Triple H. Neue Tag Team Titel. Das nächste war das NXT Tag Team Titel Match. Hashtag DOY. Gegen The Authors of Pain. Gegen The Revival in einem Elimination Triple Threat Match. Was danach natürlich nur ein normales Match wurde, wenn eine Person oder ein Tag Team dann eliminiert wurde. Ey Leute, gebt euch das nochmal. Gebt euch das einfach nochmal. Das war wieder so genial. DIY und The Revival. Die haben einfach mal wieder so geile Aktionen gemacht. Sie haben selbst zwischendurch einmal ein Teammitglied jeweils getauscht, um den Tag Team Finisher des jeweils eigentlich anderen Teams zu machen. Aber auch so gut, dass sich beide, auch Mimik und Gestik war einfach perfekt. Da stehen Scott Dawson und Johnny Gargano im Ring. Und gucken sich beide an, checken, was jetzt passiert. Und dann machen sie auch beide die Bewegungen für den finnischen Move von eigentlich dem Hashtag DIY Tag Team. Es ist einfach so geil gewesen. Das ganze Ding war so schnell und so gut. Und die Authors of Pain waren, naja,
in Ordnung, sagen wir mal. Ihr wisst, dass ich kein großer Fan von denen bin. Es gab so viele Dives, es gab so viele Nearfalls. Du hättest wirklich das Match auch schon seit 20 Minuten beenden können, aber es geht noch weiter, es geht noch viel länger weiter. Es war natürlich lang, aber es war so gut. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Also gebt euch das einfach nochmal. Das war wirklich, das war einfach nur geil. Als erstes wurden dann DIY eliminiert. Natürlich hat die Crowd dann wieder ordentlich geboot, weil die das natürlich nicht so geil finden. Aber passiert nun mal. Ich hatte dann immer noch Hoffnung, dass vielleicht The Revival die Tag Team Titel wiederkriegt. Aber auch hier leider nicht passiert. The Authors of Pain holen sich das neue Gold, beziehungsweise das alte. Also sind ja Tag Team Champions gewesen und sind jetzt wieder weiterhin Tag Team Champions. Aber es gibt neue Titel. Damit holen sie sich das neue Gold. Ist okay. Weiß ich nicht. Aber auch die ganze Aufstellung von den Authors of Pain. Teilweise war es echt lächerlich, dass sie so krass alle Moves einfach geblockt haben. Es gab eine Situation, da war der eine von den Authors of Pain, ich kann ihn nicht auseinanderhalten, war in zwei Finishern von den beiden, in Submission-Finishern, wo schon tausendfach Leute getappt haben und er ist in zwei drin gleichzeitig und tappt nicht über wirklich sehr lange Zeit. Und naja, also die Authors of Pain sind auf jeden Fall, ja, das sind ziemliche Tiere, aber so wie sie da dargestellt wurden, ist es vielleicht ein bisschen viel des Guten, weil man jetzt natürlich sich fragt, wer zum Teufel kann denn jetzt noch dieses Tag Team besiegen? Weil es gibt keine Tag Teams bei NXT, die so krass gut sind wie DIY oder The Revival. Und wenn die es schon beide nicht zusammen schaffen, denn teilweise haben sie wirklich zusammengearbeitet, wer soll das denn sonst schaffen? Wirklich Triple H? Neuer NXT Women's Title? Dann hatten wir natürlich Asuka gegen Ember Moon und auch das hat mir ganz gut gefallen. Wir hatten natürlich bei NXT schon deutlich bessere Women's Matches, aber da darf man halt dann auch irgendwann nicht den Grundstein da legen, obwohl er da irgendwo ist, oder die Latte so hochlegen. Aber naja, es ist okay. Ember Moon hat auf jeden Fall ihre Chancen, hier den Titel zu gewinnen. Ist letztendlich nicht passiert, weil Asuka halt einfach so eine krass kranke Tante ist. Aber gut, ich hätte mir eigentlich schon fast wieder gewünscht, dass der Titel hier dann doch wechselt, weil Asuka einfach noch diese sprachliche Barriere hat. Egal was sie sagt, ich verstehe kein Wort. Ich habe sogar jetzt erst rausgefunden, was sie gesagt hat bei der Promo, die sie vor 2 Wochen gehalten hat. Bei Asuka ist es noch ganz schlimm. Shinsuke ist auch schlimm, aber Asuka verstehe ich wirklich gar nicht. Dennoch war das hier ganz in Ordnung. NXT Women's Matches sind, finde ich, trotzdem immer noch besser als die in den Hauptshows. Von daher sollte man hier nicht zu viel meckern. Aber ja, es sind halt nicht mehr die Four Horsewomen, die hier einfach die kranksten Matches ziehen. Deshalb, ja, ist okay. Asuka verteidigt und kriegt damit den neuen Women's Titel, der noch schlimmer als alle anderen nach dem X-Division Titel aussieht. Dadurch, dass das X nochmal Silber ist, sieht das noch krasser aus. Und erinnert dann schon an die X-Division aus TNA. Naja, aber gut. Ich kaufe es mir ja sowieso. Wirklich Triple H? Neuer NXT-Titel? Und zu guter Letzt wurde es Glorious! Denn Bobby Roode trat an gegen Shinsuke Nakamura um den NXT-Titel. Auch dieses Match war sehr gut. War dieses Mal sogar ein bisschen ausgeglichener als das erste Match der beiden, was ich persönlich ganz gut finde. Entrance-mäßig hat Shinsuke vorher vor so einer weißen Wand gedanced und Bobby Roode hatte so 2 Frauen auf dem Entrance, die Klavier gespielt haben, die aber dann letztendlich nicht das Theme, das Endtheme von Bobby Roode gespielt haben. Von daher war es ein bisschen, naja, hätte man jetzt auch weglassen können, aber der Entrance und die Crowd war sowieso wieder so geil, also naja. Dieses Mal fand ich es echt gut, wie sie immer ihre Moves ineinander gebaut haben. Das war beim ersten Mal nicht so schlimm, aber dieses Mal war das echt krass. Also da wurden halt teilweise Moves ausgeführt, die der eine gestartet hat, damit der andere seinen Move daraus beenden konnte. Da gab es zum Beispiel einen richtig krassen Glorious DDT, der war tödlich. Ne? Also das war schon echt krass. Da gibt es eigentlich nicht viel, was da enttäuschen kann. Und auch hier, ich fand es halt gut, dass sie es jetzt so gebaut haben, dass Bobby Roode es auch wirklich schafft, alleine, ohne irgendwelche Verletzungen oder sowas, gegen Shinsuke hier den Titel zu holen. War also alles soweit gut
Und somit endete NXT TakeOver mit dem neuen Champion, also dem alten Champion mit einem neuen Titel. Und ging dann off air, war alles an sich okay. Ich habe so ein bisschen die Überraschungen vermisst, obwohl man sagen muss, dass Drew McIntyre im Publikum saß. Und das wurde ja in NXT-Vergangenheit immer ordentlich genutzt, um das später aufzubauen. Und ist das hier möglicherweise die Sache, dass Drew McIntyre zu NXT kommt? Oder ist das hier so langsam schon der Startschuss für die UK-Show, die ja die WWE plant, damit man Drew McIntyre dann gleich für diese UK-Show einführen kann? Auf jeden Fall fand ich es cool, dass ich ihn mal wieder gesehen habe. Auch Edge und Beth Phoenix waren mit in der Crowd. Aber mit Drew, das, ich glaube, den werden wir demnächst wieder im WWE-Ring sehen. Ja, Freunde, dann war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, dann gib mir mal einen Daumen nach oben. Check alle Links in der Infobeschreibung. Abonniere hier meinen Kanal, hier meinen Gaming-Kanal. Hier gibt es eins meiner letzten Videos. Das war sehr schnell. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.